إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder. Und Gefieder kann hier auch als schmückende Kleidung gemeint sein. Aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. Ja, also Kleidung ist nach Nahrung auch ein weiteres Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und Kleidung hatte der Mensch, wie wir schon gesehen haben, hatte der Mensch sogar schon im Paradies. Und wir haben gesehen, wie durch Shaitan und durch Ungehorsam der Mensch zum Entblößtsein gekommen ist. Und dann wurde der Mensch auf die Erde geschickt und mit ihm, erfahren wir hier also, wurde auch seine Kleidung hinabgesandt. Und wir sehen, bei Tieren ist deren Kleidung mit ihnen verwachsen, sei es ihr Pelz, ihr Fell, ihre Federn, ja, was auch immer da an ihnen Allah mit ihnen erschaffen hat. Doch dem Mensch wurde diese Würde gelassen, dass er sich seine Kleidung wählen darf. Welcher Stoff, welche Art, welche Kultur, ja, das kann sehr verschieden sein. Doch trotzdem wird uns hier nochmal eine Grundbedingung genannt, die Kleidung erfüllen muss, nämlich sie soll die Blöße bedecken. Und was tut sie noch? Kleidung schmückt auch. Ja, so wie Federn die Vögel schmücken und aber auch schützen, so ist auch Kleidung eine Art von Sina, eine Art von Schmuck, ja, eine Art von Würde für den Menschen. Ja, das heißt, je nach Art der Kleidung soll sie gut und qualitativ und gepflegt sein, je nach den Umständen des Menschen. Ja, aber auch in diese Schmuck nehmen, soll es dann aber auch keine Maßlosigkeit geben, kein Israf geben. Und dann erwähnt Allah hier Libasu Taqwa. Ja, Taqwa ist ja die Sina des Herzens. Taqwa, die Gottesfurcht, ist ja der Schmuck des Herzens, wenn wir so möchten. Ja, und das ist das, was den Menschen bewusst und aufmerksam und gottesfürchtig macht. Was ist dann Taqwa im Libas zu haben, also Gottesfurcht in der Kleidung zu haben? Ja, zum Beispiel, wenn wir was Neues kaufen oder was Neues anziehen, dann fragen wir oft unsere Freundinnen oder Verwandten, wie sehe ich aus? Ja, aber ein Herz, welches Gottesfurcht hat, soll nicht nur die Menschen fragen, wie sehe ich aus, sondern er soll fragen, wie oder was hält Allah von meiner Kleidung, von meiner Aufmachung? Ist es in Ordnung, so rauszugehen? Ist es in Ordnung, solche Kleider zu kaufen? Ist es in Ordnung, mich selber so anzuziehen? Wo soll ich was anziehen? Vor wem darf ich wie erscheinen? Vor wem darf ich nicht auf diese und diese Art erscheinen? Ja, das ist alles Taqwa, auch in der Kleidung zu haben. Ja, hier wird also Libas, Kleidung, auch Sina genannt. Und wir werden noch lesen, in Surat An-Nur wird auch noch gesagt, wo diese Sina gezeigt werden darf und wo nicht. Ja, wir sprechen das jetzt hier nur ganz kurz an, aber es wird inshallah weitergehend noch erklärt werden. Ja, und wir leider vergessen oft diese Unterschiede zu machen. Wir wollen manchmal, ja und meistens vielleicht sogar, nur den Leuten gefallen und vergessen aber, dass wir eigentlich letztendlich unserem Schöpfer gefallen müssen, in unserer Aufmachung, in unserem Benehmen, in unserem Aussehen und in unseren, vor allem in unseren Herzen. Ja, denn ist also Libasu Taqwa, ist erstmal die Gottesfurcht, die im Herzen wohnt, das ist das Beste zu haben und das soll sich dann auch äußern in der Kleidung, in dem Benehmen, in der Aufmachung und man soll sich so anziehen und sich so benehmen, wie es die Anforderungen der Taqwa erfüllt. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Gewiss, wir haben die Sataner zu Schutzherren für diejenigen gemacht, die nicht glauben. Ja, nicht, dass Shaitan und seine Helfer und Helfershelfer im Diesseits es wieder schaffen, euch zu entblößen. Ja, weil das Entblößen gilt hier als ein Angriff von Shaitan. Ja, als ein Sieg schon von Shaitan, wo er schon geschafft hat, den Menschen zu verführen. Und das ist das Ergebnis davon, dass er sich selber entblößt oder entblößt wird. Ja, und heute, erschreckenderweise, ist das Kriterium für Schönheit oder Mode ist geworden, dass je entblößter man ist, desto modischer oder desto mehr im Trend liegt man. Im Namen der Mode, im Namen der Schönheit. Ja, aber wir müssen es mit Allahs Titeln benennen und Allah nennt dies Entblößtsein.
Und das war die erste Tat von Shaitan und der erste feindliche Vorgehen von Shaitan gegen den Menschen, die Scham des Menschen zu entblößen. Ja, das ist ein Weg, wie er den Menschen in sein Netz, wie der Mensch in das Netz von Shaitan gerät. Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie, wir haben unsere Väter darin vorgefunden und Allah hat es uns geboten. Sag, Allah gebietet nichts Schändliches. Wollt ihr denn über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Ja, also das ist noch ein Mehren an Unrecht und Wollen, dass man nicht nur Verwerfliches tut, sondern doch dies auch noch als Teil der Religion betrachtet und es Allah zuschreibt. Ja, das ist also noch ein Mehren an Unrecht und Wollen. Sag, mein Herr hat Gerechtigkeit geboten und ihr sollt euer Gesicht bei jeder Gebetsstätte aufrichten und ihn anrufen, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sein sollt. So, wie er euch anfangs gebracht hat, werdet ihr zurückkehren. Einen Teil hat er recht geleitet, an einen anderen Teil aber hat sich das Irregehen bewahrheitet. Denn sie haben sich die Satane anstatt Allahs zu Schutzherren genommen und meinen, sie seien recht geleitet. Und das ist ja hier die Gefahr, dass man Falsches und Verwerfliches tut und dabei aber noch meint, dass man recht geleitet sein würde. Und das ist hier die Falle von Shaitan, dass er nämlich genau, was wir vorher schon gesagt haben, er kommt nicht als jemand, der sagt, ich möchte, dass es dir schlecht geht, ich möchte dich irregehen lassen, bitte folge mir, sondern er kommt zu dir und bringt solche Logik und solche überzeugenden, Honig um den Mund schmierenden Reden und solche Verführungen, dass man letztlich wirklich meint, ja, so schlimm kann das doch nicht sein. Und das ist doch wirklich jetzt richtig, dass ich das tue. Und das ist doch gut, dass ich das tue. Machen nicht alle das, was ich auch gerade mache? Ja, und all diese Reden, die wir alle mehr oder weniger kennen, die einen letztlich dann überzeugen und überzeugend das Schlechte und Verwerfliche tun lassen. O Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Gebetsstätte an und esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Er, Allah, liebt nicht die Maßlosen. Ja, und hier ist auch immer diese schöne Natur unserer Religion, dass wir nicht in der Religiosität das Nahrung zu uns nehmen oder das sich kleiden wollen und auch gute Kleidung wählen wollen, dass wir das alles im Namen der Frömmigkeit verlassen, vernachlässigen und sogar vielleicht als unfromm oder als Mangel an Frömmigkeit betrachten, sondern nein, es ist ein Teil unserer Religion, aber es sind Grenzen da. Einerseits muss man dankbar sein, es muss aus erlaubten Quellen sein, es muss bestimmte Bedingungen erfüllen, wie wir eben schon gelesen haben, und die Maßlosigkeit soll vermieden werden. Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs? Sag, sie sind im diesseitigen Leben für diejenigen bestimmt, die glauben, und am Tag der Auferstehung ihnen vorbehalten. So legen wir die Zeichen ausführlich dafür Leute, die Bescheid wissen. Ja, also die guten Dinge sind ja da, um sie zu benutzen. Allah hat sie ja zum Benutzen geschaffen. Und das ist nicht ein Zeichen von Frömmigkeit oder Taqwa, dass man die guten Dinge für verboten erklärt. Nein, man soll sie anerkennen als Schöpfung und als Gnade von Allah. Und man soll den Dank zeigen und äußern. Und man soll, und Gottesfurcht ist, dass man das Halal für Halal nimmt und das Haram für Haram nimmt. Ja, also Taqwa ist nicht, diese Dinge durcheinander zu bringen, sondern sich von dem, was verboten ist, fernzuhalten, sich vor dem Zweifelhaften zu hüten und das, was erlaubt ist, wenn man möchte, zu benutzen und Allah dafür zu danken. Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Ja, wenn ihr Frömmigkeit sucht, wenn ihr fromme Menschen sein wollt, dann hier ist die Liste. Das ist, was Allah an Abscheulichkeiten verboten hat, was offen und verborgen ist, Sünde, Gewalttätigkeit, Schirk, ja, wofür er keine Basis, keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass man über Allah spricht ohne Wissen. Ja, das wird hier im selben Kontext wie Schirk genannt, in derselben Reihenfolge, über Allah zu sprechen ohne Wissen. Allah möge uns alle davor bewahren. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Ja, also jeder und alles hat eine gewisse Zeit, um zu agieren, von Allah bekommen, eine Frist. Ja, sei das für Gemeinschaften, genauso auch für Individuen. Wenn diese zu Ende ist, dann ist die zu Ende. Dann wird ihr kein Aufschub gewährt, dann wird kein Zurückgehen gewährt, keine erneute Chance gegeben. Das heißt also, die Zeit, die wir haben. Und letztlich haben wir nur das Jetzt, weil über das Morgen wissen wir nicht Bescheid, wie lange Allah uns noch Zeit gegeben hat. Diese muss
also so gut wie es können, für Allah, für uns, für unser Jenseits genutzt werden. O Kinder Adams, wenn immer Gesandte von euch selbst zu euch kommen, die euch meine Zeichen berichten, wer dann gottesfürchtig ist und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. فَمَنِتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ja, wieder Taqwa und Aslaha, sich bessern, verbessern, Besserung bringen. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Jene wird ihr Anteil vom Buch erreichen, bis das, wenn unsere Gesandten dann zu ihnen kommen, um sie abzuberufen, sie sagen: Wo ist das, was ihr außer Allah anzurufen pflegtet? Sie werden sagen: Sie sind uns entschwunden. Und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren. Ja, denn letztlich beim Tod wird jeder alleine sein. All die Stützen und die man vorher angerufen hat, auf die man sich vorher verlassen hat, keiner wird da sein, um einen zu erretten, es einem zu erleichtern, um einen zu bewahren. Allah bewahre, wenn einem etwas passieren sollte, dann um einen zu bewahren. Keiner von diesen Stützen wird mehr da sein. Die Leute werden selber bezeugen, die sind uns verloren gegangen. Alles, was wir vorher dachten, dass es uns gegen Allah nützen könnte, es ist weg, entschwunden, verloren und jetzt stehen wir alleine da. Er, also Allah, sagt: Tretet ein unter Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die schon vor euch dahin gegangen sind, ins Höllenfeuer. Jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die vorhergehende. Wenn sie dann alle darin eingeholt werden, sagt die letzte von ihnen in Bezug auf die erste: Unser Herr, diese da haben uns in die Irre geführt. So gib ihnen eine mehrfache Strafe vom Höllenfeuer. Er sagt: Jeder bekommt das Mehrfache, aber ihr wisst es nicht. Ja, und das ist immer schon die Schwäche des Menschen gewesen, selber Falsches tun und es dann auf andere schieben. Der hat es mir gesagt, wegen dem habe ich das getan, keiner hat mich gewarnt. Ja, letztlich schiebt man es dann auf Shaitan, der will ja, dass wir in die Hölle gehen. Ja, aber Allah hat einem jeden von uns, dem einen mehr, dem anderen weniger, Verstand gegeben und am Tag der Auferstehung wird jeder über sich selbst zur Verantwortung gezogen werden. Ja? Und wir sehen hier, wie diese sogar nicht nur Dua machen, dass Allah bestraft die, sondern sie sagen: Wegen denen sind wir irre gegangen, die haben uns irre geführt, gib ihnen Mehrfaches an Strafe. Ja, aber Allah sagt, andere sind euch gefolgt, andere sind irre gegangen wegen euch, deswegen jeder kriegt mehrfache Strafe. Ja, jeder von euch hat Spuren hinterlassen auf Erden, jeder war für irgendjemand anderes ein Vorbild, eine Leitfigur, ein Vorgeher, wie man eine falsche Tat tut und andere sind ihm nachgelaufen und deswegen ihr alle seid verantwortlich. Und die erste von ihnen sagt zu der letzten, also die erste Gemeinschaft sagt zu der letzten: Ihr habt doch keinen Vorzug gegenüber uns, so kostet die Strafe für das, was ihr verdient habt. Ja, und wir sehen hier die Feindlichkeit zueinander von denen, die in diesseits vielleicht noch einander Liebesvorbild und Leitfigur waren, wie die sich hier gegenseitig voneinander lossagen und sich gegenseitig Übles wünschen. Und die erste von ihnen sagt zu der letzten: Ihr habt doch keinen Vorzug gegenüber uns, so kostet die Strafe für das, was ihr verdient habt. Gewiss, diejenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So vergelten wir den Übeltätern. Ja, von allen Durchgängen ist das engste, wo etwas durchgehen kann, ist das Nadelöhr und von den Tieren ist ein sehr, sehr großes das Kamel. Und genauso unmöglich, wie es ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgeht, genauso unmöglich oder genauso nicht reell wird es sein, dass diese in das Paradies, in den Paradiesgarten eingehen werden. Ja, aufgrund der Taten, die sie sich geleistet haben. Für sie wird die Hölle eine Lagerstatt sein und über ihnen werden Decken aus Höllenfeuer sein. So vergelten wir den Ungerechten. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Jene sind Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Unter ihnen strömen Flüsse und sie sagen: Allah, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht recht geleitet hätte. Die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen und es wird ihnen zugerufen: Siehe, das ist der Paradiesgarten.
Er ist euch zum Erbe gegeben worden für das, was ihr zu tun pflegtet. Ja, schaut mal, wie Allah die Bemühungen, nicht Leistungen, die Bemühungen derer anerkennt, die auf seinem Weg gewandelt sind. Ja? Dass er sogar, was im Diesseits noch übrig war an Groll oder Missverständnissen untereinander, weil Menschen sind Menschen, ja, und es bleibt vielleicht hier und da mit Verwandten, mit Freunden, mit Kollegen, mit Kameraden, bleibt es hier und da vielleicht trotzdem noch an, trotz aller Frömmigkeit, eine Spur oder ein Rest oder ein Teil noch im Herzen von Groll oder von Trauer über das Verhalten eines anderen oder Missverständnissen. Selbst das wird bereinigt werden und die Herzen im Paradies werden einander gegenüber völlig frei und zugeneigt und voller Liebe und Zuneigung sein. Keine Missgunst, kein Hasad, kein Groll, kein Neid, nichts, was uns hier im Diesseits schon manchmal wirklich Kopfschmerzen bereitet. Ja, und jeder wird sein Haus im Paradies so finden, wie er sein Haus im Diesseits zu finden pflegte. Ja, weil jeder Mensch weiß, was er tut. Ja, man kennt seine eigenen Werke. Jeder Mensch ist genau sehend über seine eigenen Werke. Ja, und ab dem nächsten Vers werden jetzt einige Gespräche zwischen den verschiedenen Paradies und zwischen den Höllenbewohnern erwähnt werden. Und darin ist auch eine große Lehre für uns. Die Insassen des Paradiesgartens rufen die Insassen des Höllenfeuers zu. Wir haben gefunden, dass das, was uns unser Herr versprochen hat, wahr ist. Habt auch ihr gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist? Sie sagen, ja. Und dann ruft ein Rufer unter ihnen aus, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten. Die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen und die das Jenseits verleugnen. Und zwischen ihnen ist ein Vorhang. Und auf den Höhen sind Männer, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, Friede sei auf euch. Sie sind aber in ihn nicht eingetreten und sie begehren es doch. Ja, also zwischen dem Paradiesgarten und dem Höllenfeuer ist also wie eine Erhöhung, wie eine Wand, könnt ihr euch vorstellen. Und darauf sitzen dann Männer, die sie an ihren Merkmalen erkennen. Ja, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Und wenn sie dann die Paradiesgartenbewohner sehen, weil deren Gesichter so fröhlich und frisch und glänzend sind, denen rufen sie dann zu, Friede sei auf euch. Und sie begehren auch, dort einzutreten. Ja, wer jetzt diese Männer auf den Araf, auf diesen Erhöhungen sind, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Eine von diesen ist, dass diese Menschen die sind, deren gute und schlechte Taten, gute und schlechte Werke absolut gleich waren. Und wir wissen, jede kleinste und kleinste Tat wird gewogen. Ja, und trotzdem war es bei diesen dann wohl so, dass beide, gute und schlechte Werke, völlig absolut identisch miteinander gleich waren und dass sie deswegen noch warten müssen. Und sie hoffen das Beste, dass sie trotzdem nach dieser Wartezeit in das Paradies eingelassen werden. Ja, die werden quasi auf eine Wartezone verlegt und die müssen zwischen Paradies und Höllenfeuer, zwischen Jannah und Jahannam auf dieser Wand noch, werden sie gehalten und müssen warten. Und wenn ihre Blicke den Insassen des Höllenfeuers zugewendet werden, sagen sie, unser Herr, lasse uns nicht mit dem ungerechten Volk sein. Ja, also wenn sie dann einerseits Paradiesgartenbewohner sehen, sagen sie Salam und hoffen, dass sie auch dort reingehen dürfen. Und wenn sie dann die Höllenbewohner sehen, wenn ihre Blicke dort zugewendet werden, weil sie wollen dort gar nicht hinschauen, aber die Blicke werden dorthin gewendet, dann sagen sie, Allah bewahre uns, dass wir mit diesen Menschen sein müssen. Und die Leute der Höhlen rufen Männern, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu. Sie sagen, es hat euch eure Ansammlung und dass ihr euch hochmütig zu verhalten pflegtet, nichts genützt. Ja, die sitzen jetzt da ein bisschen weiter oben, die können also beide Seiten sehen. Und wenn sie dann bestimmte Männer sehen, an ihren Merkmalen erkennen, das waren dann vielleicht große Männer, die sie in der Welt auch schon was zu sagen hatten. Ja, und sie sagen ihnen, dass, Moment mal, ihr hattet doch so viel angesammelt. Ihr wart doch so große Menschen, die so viel hatten, Ansammlungen, und ihr wart so stolz auf alles, was ihr geleistet hattet oder was ihr angesammelt hattet. Aber wieso sehen wir euch jetzt hier? Mit anderen Worten, es hat euch also nichts genützt, was ihr angesammelt habt. Und noch weniger hat euch genützt, dass ihr euch hochmütig zu verhalten pflegtet. Ja, das ist eine große Lehre für uns. Diese beiden Dinge, ja, Hochmut und Ansammlungen von Dingen und von Sachen und von meinetwegen Freunden, je nachdem, was man da ansammeln will, das kann je nach Zeit und Kultur sehr verschieden sein. Ja, man muss auf jeden Fall viel haben, viele Freunde, man muss bekannt sein, viele müssen mich kennen, man will viel Sachen haben, man will viel Haushaltsgegenstände haben, alles muss viel sein und dann auch am besten vorzüglich sein.
All dies nützt bei Allah nichts, außer es ist mit Taqwa gepaart. Ja, dort, wo Taqwa ist, kann das auch vielleicht nützen, wenn man es im Guten angesammelt hat, fürs Gute ausgegeben hat, anderen geholfen hat. Ja, man kann auch Gutes natürlich mit den Dingen tun, mit Freunden, mit Dingen, mit Ansammlungen. All dies ist an sich nicht schlecht. Schlecht wird es erst, wenn man dadurch hochmütig wird und Taqwa dadurch verliert. Ja, deswegen sollen wir uns auch fragen, sind wir für die Dinge da oder sind die Dinge für uns da? Ja, Dinge sollen ja dafür da sein, dass man sie benutzt, dass sie uns nützen. Aber wenn wir am Ende als Pfleger dieser Dinge gelten, als Enten, und diese Dinge uns dann auch noch hochmütig machen, dann fragt man sich wirklich, wer hat am Ende wem überhaupt genützt und wo war der größere Schaden? Sind das diejenigen, von denen ihr geschworen habt, Allah werde ihnen keine Barmherzigkeit erweisen? Geht in den Paradiesgarten ein, über euch soll keine Furcht kommen, noch sollt ihr traurig sein. Und die Insassen des Höllenfeuers rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, schüttet auf uns etwas Wasser aus oder etwas von dem, womit Allah euch versorgt hat. Sie sagen, Allah, gewiss, Allah hat beides für die Ungläubigen verboten. Ja, wer sind hier die Ungläubigen, die ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels genommen haben und die das diesseitige Leben getäuscht hat? Heute werden wir sie vergessen, so wie sie die Begegnung mit diesem ihren Tag vergaßen und wie sie unsere Zeichen zu verleugnen pflegten. Ja, nach all dem, was wir jetzt gelesen haben, ja, die Lösung unter anderem, dass wir mehrmals am Tag unserem Heim, an unser Heim im Jenseits denken, dass uns vorstellen wirklich, dass wie viel habe ich schon dafür getan, um mein Haus in Akhirah zu bauen, dass wir an den Tod denken, ja, wirklich, um es ganz plump auszudrücken, um auf den Boden der Tatsachen zu bleiben oder für manche sogar zurückzukommen. Wir haben Ihnen ja ein Buch gebracht, das wir mit Wissen ausführlich dargelegt haben, als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Erwarten Sie etwas anderes als seine Deutung? Ja, und Deutung ist hiermit auch mit Ergebnis gemeint. Hier soll das Ende etwa schon kommen? An dem Tag, dass seine Deutung eintrifft, werden diejenigen, die es zuvor vergessen haben, sagen, die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen. Haben wir denn Fürsprecher, die für uns Fürsprache einlegen? Oder können wir zurückgebracht werden, dass wir anders handeln, als wir zu handeln pflegten? Sie haben wirklich ihre Seelen verloren und ihnen ist entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten. Ja, wir sehen hier auch, dass alle Ausreden, die man sich im Diesseits ganz clever überlegt hat, um sich selber zu nützen, sich freizusprechen, um als unschuldig zu gelten, wir sehen, im Jenseits werden diese nichts wert sein. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl, segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Ja, das ist hier ein kleiner Satz und das ist ein großes Prinzip wieder. Ala lahul khalqu wal amru. Ist denn nicht für ihn die Schöpfung? Ja, dann muss doch für ihn auch die Befehlsgewalt sein. Wenn er der Schöpfer ist, dann soll jemand anders befehlen. Nein, das wäre wahrlich ein Unrecht. Er hat die Schöpfung, er ist der Schöpfer, für ihn ist die gesamte Schöpfung, ist sein Besitz, dann soll auch er alleine die Befehlsgewalt haben. Ja, die ganze Schöpfung gehorcht ihm, so wie es geziemt. Und wir sind auch seine Schöpfung. Deswegen geziemt es uns auch, dass wir ihm gehorchen. Ruft euren Herrn an, in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an. Gewiss, er liebt nicht die Übertreter. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Also wir sollen Dua machen, leise, laut, flehend, manchmal sogar nur im Herzen. Ja, Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader und er weiß, was wir im Herzen haben. Ja, aber auf all diese verschiedenen Arten und Weisen soll man Allahs Barmherzigkeit suchen und ihn Dua machen und anrufen und anflehen. Ja, voller Demut, voller Furcht, leise, laut, flehend. All das sind verschiedene Dinge, die wir bei der Dua berücksichtigen sollen. Ja, mal so und mal so. Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Und ruft ihn in Furcht und Begehren an. Gewiss, die Barmherzigkeit Allahs ist den Gutes Tuenden nah. Ja, hier sehen wir auch, wenn man will, dass Allah die Dua erhört, dann soll man Gutes tun. Ja, die Barmherzigkeit Allahs ist wem nah? Den Gutes Tuenden. Ja, das heißt, besonders, ich meine, das soll man immer machen, aber besonders, wenn man möchte, dass die Dua akzeptiert wird, das möchten wir eigentlich immer. Ja, aber manchmal ist eine dringendere Situation als eine andere. Was soll man tun? Man soll Gutes tun. Sei es, dass man 2 Raka'a betet, dass man jemandem hilft,
dass man jemand eine Not erleichtert, dass man Almosen gibt. Ja, und Allah wird eher auf unsere Dua hören, weil er ist seine Barmherzigkeit, ist den Gutestuenden nah. Ja, so wie es auch im Koran heißt, إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, zu ihm steigt hoch das gute Wort, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, und die guten Taten erheben es. Ja, das sind wie die Träger, die tragen dieses gute Wort dann hoch. Oder um es noch deutlicher zu erklären, wenn ihr euch erinnert, in Riyadus Salihin, diese drei Männer, die in der Höhle gefangen wurden durch diesen Erdrutsch, dass der Felsen den Höhleneingang verschloss, und sie machten jeder einzelne Bittgebet mit ihren guten Taten, und ja, das rief dann diese Barmherzigkeit Allahs an und ihre Duas wurden erhört. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass wir einfach nur jemanden sagen, der selber Gutes tut, dass bitte mach du Dua, weil du machst ja schon Gutes, mach du bitte Bittgebete für uns, und wir selber machen gar nichts mehr. Ja, natürlich kann man jemanden auch bitten, dass bitte mach Dua, das ist gang und gäbe, das ist auch erwiesen, dass man das machen darf und machen kann. Ja, aber trotzdem, man soll auch immer sich selber bemühen. Und er ist es, der die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet. Bis das, wenn sie dann schwere Wolken herbeitragen, wir sie zu einem toten Land treiben, dadurch Wasser hinabsenden und dann dadurch alle Früchte hervorbringen. Ebenso bringen wir dereinst die Toten hervor, auf das ihr bedenken möget. Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor. Aus dem schlechten Land jedoch kommt nur Kümmerliches hervor. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dafür Leute, die dankbar sind. Ja, mit guter und schlechter Erde sind hier gute und schlechte Menschen, gute und schlechte Herzen gemeint. Ja, die Menschen, die eine gute, aufrichtige Absicht haben, die selber Gutes wollen, die suchen dann auch die Gelegenheiten, denen bieten sich dann auch Gelegenheiten an. Und diese Gelegenheit zum Guten, zur frommen Tat führt dann zu einer weiteren Gelegenheit. Ja, und so breitet sich das aus und es ist ein üppiger Pflanzenwuchs, ein üppiger Garten von guten Taten, und weil die Wurzel, die Absicht auch gut ist, dementsprechend sind der Pflanzenwuchs ist auch gut und üppig. Wo aber die Nier, die Wurzel, die Absicht schon schlecht ist und kümmerlich ist, dort wird es auch keinen Segen dann geben. Dort wird auch der Pflanzenwuchs nicht üppig sein, weil die Wurzel, also die Absicht, das Innere ja schon leider kümmerlich war. Ab der nächsten Aya werden jetzt einige Propheten, Geschichten und Ereignisse erwähnt werden, eine nach der anderen. Wir werden auch die Parallelen sehen und diese Einigkeit der Botschaft wird uns nochmal ganz deutlich werden. Und wir beginnen mit der Geschichte von Nuh a.s., die hier in Surat al-Araf relativ kurz berichtet wird, und an anderen Stellen werden wir noch weitere Einzelheiten erfahren. Wir sandten doch bereits Nuh zu seinem Volk, und da sagte er: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Die führende Schar aus seinem Volk sagte: Wir sehen dich wahrlich in deutlichem Irrtum. Ja, und hier zeigt sich nochmal ganz deutlich, es muss nicht sein, dass wenn jemand Gutes tut, dass er auch als solcher anerkannt wird. Ja, sondern es kann genau das Gegenteil passieren, dass jemand, der fromm und gut und Gutes tut, dass er als verrückt dargestellt wird. Er sagte: O mein Volk, bei mir befindet sich kein Irrtum, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn und rate euch gut, und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. Wundert ihr euch etwa darüber, dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch gekommen ist, durch einen Mann von euch, damit er euch warne und damit ihr gottesfürchtig werdet, auf das ihr Erbarmen finden möget? Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff, und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren gewiss blinde Leute. Ja, wir sehen also, die Wahrheit zu verleugnen kann auch schon im Diesseits zum Untergang, führen. Und wir sandten zu Ad, ihren Bruder Hud. Er sagte: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: Wir sehen dich wahrlich in Torheit befangen. Und wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. Er sagte: O mein Volk, bei mir befindet sich keine Torheit, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Ja, wir sehen hier auch, wie die Propheten sich nicht auf diese Beleidigungen und Provokationen der führenden Schar ihrer Völker einlassen, sondern weiter sich konzentrieren auf das, wofür sie gekommen sind. Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn, und ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Ratgeber. Wundert ihr euch etwa darüber, dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch gekommen ist, durch einen Mann von euch, damit er euch warne?
Gedenkt, als er euch zu Nachfolger nach dem Volk Nuhs machte. Also nach einem Volk, wenn ein Volk verschwunden war, hat Allah euch zu Nachfolger gemacht. Dann seid ihr an diese Stelle gekommen. Und euch ein Übermaß an körperlichen Vorzügen gab. Gedenkt also der Wohltaten Allahs, auf dass es euch wohlergehen möge. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein dienen und das verlassen, dem unsere Väter immer gedient haben? Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehören solltest. Ja, also immer wieder die alten Vorwände, Vorväter, wir kennen das so. Ja, bring doch her. Und das ist auch eine sehr hochmütige Art und Weise. Das bringt doch die Strafe. Wir fürchten die Strafe nicht. Er sagte, Gräuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nunmehr. Wollt ihr denn mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung offenbart hat? So wartet ab. Ich gehöre mit euch zu den Abwartenden. Ja, diese Namen, für die Allah keine Ermächtigung hinabgesandt hat, sind die Namen der verschiedenen Gottheiten und Götzer und Bildnisse und Statuen, die dieses Volk und durch die Generationen andere Völker und andere Kulturen immer wieder anderen außer Allah gaben und sie zu Gottheiten und Heiligkeiten ernannten und ihnen opferten und ihnen gottesdienstliche Handlungen entgegenbrachten. Und hier wird nochmal deutlich gesagt, all dies hat keine Basis und keine Ermächtigung von Allah. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, durch Barmherzigkeit von uns. Aber wir schnitten die Rückkehr derer, die unsere Zeichen für Lüge erklärten, ab und sie waren nicht gläubig. Also die wurden ganz und gar entwurzelt. Hier die Rückkehr derer, das heißt, die wurden ganz ausgelöscht und sie haben sich auch nicht mehr, sich nie wieder etablieren können. Und wir sandten zu Thamud ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. Dies ist die Kamelstute Allahs, euch ein Zeichen. So lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu. Sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe. Ja, das werden wir noch an einer anderen Stelle genau lesen, die Einzelheiten über dieses Wunder von Allah, wie dieses Kamel zu diesem Volk auf wunderbare Art und Weise geschickt wurde, als Beweis für die Wahrhaftigkeit des Propheten und wie das Volk dann damit ein großes Unrecht begann. Ja, und wir sehen hier auch, wie die Propheten ihre Völker immer sehr liebevoll anrufen. Oh mein Volk. Ja, also eine gemeinschaftliche Basis, dass ihr seid auch, ich bin von euch und ihr seid von mir, wir sind ein Volk und ich werde für euch dementsprechend nur Gutes wollen. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Aad machte und euch auf der Erde Städten zuwies, so dass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu Häusern ausbauhautet. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Ja, das heißt also auch, wenn man je zivilisierter ein Volk wird, je mehr Kontrolle es über die Erde erlangt und darauf Schlösser baut und Karriere macht als Zivilisation, wenn ihr so möchtet, desto gehorsamer sollte es Allah werden, desto dankbarer sollte es Allah werden. Und nicht das Gegenteil, noch unheilstiftender, noch ungerechter und noch ausbeuterischer sich auf Erden verhalten. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt aus seinem Volk, sagte zu denjenigen, die unterdrückt waren, und zwar zu denen von ihnen, die gläubig waren, wisst ihr sicher, dass Salih von seinem Herrn gesandt ist? Sie sagten, wir glauben gewiss an das, womit er gesandt worden ist. Ja, wie die Kniffe wieder dieser führenden, ungläubigen Schar, wie sie versuchen, Zweifel zu sehen und die Menschen vom Glauben abzubringen. Ja, das eine ist ja, dass man selber nicht glaubt. Ja, und schlimm und noch schlimmer ist, wenn man nicht mal andere auf diesen Weg wandeln lassen möchte. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten, wir verleugnen ja das, woran ihr glaubt. Ja, und in diesem Hochmut und diesem Übertretung gingen sie dann sogar so weit. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Und sie sagten, O Salih, bring uns doch her, was du uns angedroht hast, wenn du zu den Gesandten gehörst. Da ergriff sie das Zittern und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Ja, und in ihrer Wohnstätte, das ist auch bemerkenswert. Ja, oft sagen wir, dass wenn ein Unglück kommt, dass, komm, wir gehen nach Hause, wir beschützen uns, sperren uns ein und dann sind wir sicher. Weil wir wohnen dort, das ist unsere Heimat, das ist unser Heim. In unseren vier Wänden sind wir sicher. Ja, und hier wird berichtet, dass in ihren Wohnstätten lagen sie, ja, auf ihren Brüsten, also auf den Gesichtern liegend, lagen sie da und die Strafe Allahs hatte sie erfasst. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte, O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber. Und wir sandten Lut, als er zu seinem Volk sagte, wollt ihr denn das, Abscheuliche begehen, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat? Ihr lasst euch doch wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen. Aber nein, ihr seid maßlose Leute.
Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Vertreibt sie aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten. Da retteten wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau. Sie gehörte zu denjenigen, die zurückblieben. Und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. So schau, wie das Ende der Übeltäter war. Ja, und hier sehen wir wieder, wie anstatt eine Gemeinschaft, und für Individuen gilt das genauso, anstatt dass man sich selber ändert, man den entfernen will, der einen dazu auffordert, vom Abscheulichen fernzuhalten. Ja, und das ist eine Eigenschaft, man sollte immer versuchen, das Schlechte von sich selber zu entfernen. Und nicht noch auf dem Übel noch eins draufzusetzen, dass man den entfernen will, den loswerden will, der einen auch nur daran erinnert, dass man Abscheuliches begeht. Die nächste Geschichte, das nächste Ereignis lesen wir dann mit der nächsten Lektion. Damit kommen wir zum Ende. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.